Willkommen zurück hier bei Assassin's Creed. Dann muss ich eben ohne sie weiter. Ich komme zurück mit der Medizin. Alter. Und wie wir sehen, war das gar kein Wachturm, von dem ich dir erzählt habe, sondern da ist schon direkt das Kanonenboot. Oh, da ist ein Krokodil. Okay. Ja, jetzt liegt die Jackdaw. Ja, wir machen jetzt natürlich noch die optionalen Missionsziele, ist ja klar. Ja, ich muss mal natürlich was sagen, ist ja Let's Play. Feuer aus deinem Kopf schießt, wie aus einem Vulkan? Wenn er nicht selbst der Teufel ist, dann steht er sicher mit ihm im Bunde. Sei bloß dankbar, dass dein Schiff vor Anker liegt und sich kein Weg mitten nach Charlestown hineinbahnt. Dieses Piratenpack, jemand muss etwas unternehmen. Am Ende wird man sie alle kriegen, und zwar jeden Einzelnen. Aha. Da war Nummer 2. Jetzt brauchen wir nur noch ein Krokodil. Zwei Krokodile kommen zum Abendessen. Meine alter Kumpel. Ich war heute Nacht, oder? Wir sprechen nächstes Mal über das Wetter, Freund. Ich bin in Eile. So, die optionalen Missionsziele wären damit geschafft. Jetzt müssen wir hier an den Wachen vorbei. Oh ja. Was denn hier? Hier geht's nicht weiter. Ist leise. Krass. Syphilis und Skorbut, jede Wette. Diese Piratenschiffe sind nichts als verpestete Särge. Ich versuche dir natürlich auch ein bisschen zuzuhören, was diese. Was die da so erzählen. Oh, die darf ich gar nicht ausschalten. Schade. Wäre cool, wenn so ein Ruder auf einmal einschlafen würde. Wow, was ist denn hier los? Tja, ich weiß nicht, wo es hingeht. Also das ist halt ein bisschen kompliziert. Ruhige Nacht. Ich hab da was im Wasser gehört. Es war ruhig, bis du kamst. Geh weit. Oh, oh. Der Hauptmann war. Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach, okay, das hat schon gereicht. Okay. Hallo! Ryder, bist du das? Ein und derselbe. Dann beeil dich! Du wirst erwartet und du weißt ja wie. Ah! Oh mein Gott! Es hat ihn! Es hat ihn! Ich sag's doch! He's trying to give us the slip! Oh oh. Oh Mann. Ach, herrje, ey. Verdammte Axt. Was eine Action? Das ist ja brutal, ey. Da muss man sich übelst, ja, so schon konzentrieren wollen. Das ist schon ziemlich mies eigentlich. Hallo! Ryder, bist du das? Ein und derselbe. Dann beeil dich. Du wirst erwartet und du weißt ja wie. Oh oh. Oh mein Gott! Es hat ihn! Es hat ihn! Ich sag's doch! Schnell da hoch, schnell da hoch. Huiuiuiui, was eine Action, Leute, was eine Action. Oh Mann, ey, wo ist denn dieses Kap da? Ist ja brutal. Oha, 4 Stück. Und jetzt müssen wir da auch noch, ach ja, ist ja kein Problem. Da müssen wir was belauschen. Entschuldigt bitte, Sir, es gab einen Unglücksfall.
Gefreiter Simon! Dieses Krokodil! Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldat? Sprich! Unverändert, Sir. Sie halten durch. Haben aber noch keine Geisel verletzt oder getötet. Zumindest soweit wir wissen. Vielleicht ist es Zeit aufzugeben? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich. Und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten. Egal, wie grausam sein Ruf auch sein mag. Ja, Sir. Solange ich den Lagerschlüssel habe, fasst niemand diese Medizin an. Und wenn Pest und Cholera sie alle dahinraffen... Verfluchter Idiot. Was? Piraten! Ihr Schiff ist hier! Piraten! Zurück! Zurück zum Haus! Ach, herrje. Hallo? Bisschen Content? Boah, Ziel verloren. Boah, Alter, das ist doch nicht normal. Ach, Mann. Oh, jetzt muss ich dem hinterher rennen. So, Babsack. Ey, Freund, bleib doch stehen. Eindringling, Hilfe! Was mit ihm? Hey, halt! Was mit ihm? Tut doch etwas, ihr Narren! Ja, jetzt sind es die anderen, die Narren. Ist doch immer so. Nee, Jungs, sorry, ich hab leider keine Zeit. Tut mir leid. Ich muss gerade ein bisschen da den Typ. Wow! Alter Verwalter. Nein, tötet ihn nicht. Ah, diese Verfolgungen sind da super klasse. Wow! Wow, da unten war doch ein Krokodil, ich hab's doch genau gesehen. Krass. Harte Slow-Mo hier verfügbar. Der Weg ist natürlich super hervorgestochen, kann man einfach nichts sagen. Oh, ah, sorry Leute, Entschuldigung. Zack! Oh Gott, steh mir bei und schlachte diese Teufel! Halt's Maul! Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam. Du magst ihn dafür verfluchen, doch Medizin war alles, was er wollte. Und nun bekommt er sie. Ja, einfach ist das. Hättest du doch verhandelt, Freund. Wo er recht hat, ist wirklich wahr. Also, er hätte verhandeln können. Er ist zurück, Captain! Jetzt hängt schon rückwärts da. Der eine. Was hast du? Zwei Kisten. Und genug Material, um noch mehr herzustellen. Ah, du hast mitgedacht. Das ist verflucht selten heutzutage. Habt ihr gehört, Mr. Rex? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals. Wollt ihr ihm nicht danken? Verlassen wir diese Gewässer, Thatch. Der Gouverneur mustert sicher schon neue Soldaten. Na, segel du mal vor. Ich habe noch etwas im Norden zu tun. Du gehst, oder nicht? Gibst du uns auf? Und Nassau? Sie, mein Freund. Ich bin in meinem vierten Jahrzehnt auf der Erde. Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein fünftes eine ruhige und gemütliche Reise wird, klopfe ich lieber an die Tür des Teufels, als mich ein weiteres Jahr Captain zu nennen. Wir sehen uns wieder, Junge. In dieser Welt... Oder dir darunter. Tja, der hat wohl seine Entscheidung für sich getroffen. Der will nicht mehr wirklich. Der hat keine Lust mehr. Würde ich mal so behaupten. Ach, das Spiel ist einfach so geil. Ich bin da immer wieder von... Boah, die richtige Art. Dass sie diesen Monat gesammelt haben, einen Trailer zusammenzustellen. Ganz entspannt, ich treffe sie im Aufzug. Cool, wir sind mal wieder in Abstergo, um Abstergo Industries, in den Labs. Abstergo Labs nenne ich es einfach mal. Ja, ja. Na du, Süße, alles klar bei dir? Ja, CEO, halt ganz normal, ne? So, jetzt aber. So. Ich habe mir ihr letztes Material angesehen, atemberaubend. Blackbeard war irre. Und wir waren so mitgerissen, dass wir die Idee zu einem Trailer mit ihm entwickelt haben.
Vielleicht am Anfang ein Umtrunk, dann spricht er mit Piraten, erzählt eine Geschichte. Natürlich, alles ist möglich. Dann Schnitt auf ihn, wie er vom Deck seines Bootes springt und... Schiff, kein Boot. Er springt vom Deck seines Schiffes, schwingt an einem Seil und kämpft wie der Teufel. Alors, wir müssen das bestehende Material bearbeiten, damit es funktioniert, aber... Das wird super. Allein der Gedanke daran lässt mich erschauern. Hm. Ah, die scheint ja echt überzeugt davon zu sein, was sie so erzählt. Tja, ich bin, weiß nicht, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt hier einen Trailer selber zusammenschneiden oder was? Kein Problem, mach alles. Da, die Frau, die nur einen halben Stuhl braucht. Diesmal richtig? Bonjour, ça va? Sind wir zu spät? Nein, Sie können gleich... Hi Melanie, ich hab Sie reinkommen sehen. Ich muss Sie kurz allein sprechen. Letitia ist am Telefon und wir sprechen über das Kenway-Projekt. Mais oui, natürlich. Das tut mir leid. Ich rufe sie dann an. Ja, nu? Dauert nicht lange. Hallo? Hallo? Hast du einen Moment? Natürlich hast du den. Geh zum Wegpunkt auf deiner Karte. Ich habe noch einen Job für dich. Ich würde gerne alle Kameras im Gebäude mit einem zentralen Monitor verbinden, aber die meisten sind nicht richtig konfiguriert. Der Typ hat auch irgendwas ganz Düsteres im Schild. Ich weiß es genau. So. Noch eine verschlossene Tür. Kein Problem. Voila. Jetzt hast du Sicherheitsfreigabestufe 2. Nicht schlecht für einen Anfänger. Finde zuerst die Kamerasteuerung. So, Leute, da haben wir Stufe 2 als nächstes. Gehört dann nur noch Stufe 3 in unser Repertoire. Stufe 4 habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Wo sind wir denn hier gelandet? Erstmal kurz umgucken. Was geht hier ab? Voll die Baustelle. Boah, nice, ey. Das wird hoffentlich unser neues Büro. Aha. Ach, schade. Ich habe gedacht, man könnte da raus. Ja, warum sollte man eigentlich auch? Aber wir sind ja jetzt hier nicht... Wir sind ja hier nicht das mit Miles, der hier cool rumlaufen kann und springen kann und so, sondern wir sind ja hier nur so einer mit so einem coolen Tablet in der Hand. Wow. Okay. Ich frage mich, wo der Typ sitzt. Ob er daheim sitzt oder ob er irgendwo hier im Keller sitzt oder so. Eine interessante Sicherheitsmaßnahme. Sieht aus, als müsstest du die richtige Zahlenkombination finden, um die Welle anzupassen. Ein Kinderspiel, nicht wahr? Wähle ein Zahlenfeld und ändere den Wert. Sobald du die richtige Zahlenkombination hast, solltest du Zugriff bekommen. Das schreit förmlich nach einem Tutorial. Auf die Zahlen klicken, um Werte zu ändern, okay? Aktuelle ausgewählte Zahl, mögliche Wert einer Zahl. 2, 3, 1, 2, 210. Ziel dieses Hacks ist es, Primzahlen zu finden, die, wenn sie miteinander multipliziert werden, die Lösungszahl des Rätsels ergeben. Moment, jetzt muss ich mal kurz nachrechnen. Okay. Ist die letzte Ziffer gerade, also durch 2 teilbar oder 0, muss mindestens einen der Multiplikatoren 2 sein. Okay. Ist die Summe aller Ziffern durch 3 teilbar, muss mindestens ein Multiplikator 3 sein. Ist die letzte Ziffer einer Summe eine 5 oder 0, muss eine der Multiplikatoren 5 sein. Also das heißt, 2 oder 0 muss eine 2 drin sein. Ist jede durch 3 teilbar, muss eine 3 drin sein. Ist eine 5 oder eine 0, muss eine 5 drin sein. Habe ich super gar nicht gerafft. Also es muss eine 2 oder eine 5 drin sein. Jo. Das war einfach. Das war einfach. Das wird bestimmt noch richtig schwer. Ich will gar nicht wissen, wie schwer das dann mit Level 3 wird. Es funktioniert. Und wenn wir Informationen zu Assassinen, Templern oder dem Observatorium wollen, oder was auch immer uns interessiert, Olivier, wirst du sie liefern. Basta. Aha. Ich verstehe, Letitia. Tut mir leid, wenn das falsch rüberkam. Wir wollen sie ja nicht aufhalten, aber im Moment fehlen uns einfach die Ressourcen, um die Nachforschungen verdoppeln zu können. Es ist Ihr Job, da die Balance zu finden. Ihre Entertainment-Produkte sind nur ein Mittel, um größere und wichtigere Projekte zu bezahlen. So funktioniert eben die Welt, hm? Schmutziges Geld bezahlt saubere Kliniken. Verstehen Sie? Wir sind an Bord, Letitia. Keine Sorge.
Unsere beste Kraft arbeitet daran, aber es braucht Zeit. Er meint dich. Gut, vielen Dank Ihnen beiden. Ich freue mich schon auf das, was Sie liefern werden. Bis dahin, wir sehen uns beim Aktionärsmeeting, Olivier. Ich freue mich darauf. Bye bye. Tabernack! Es ist viel zu früh für solchen Missbrauch. Kommen Sie. Also, was jetzt? Wir tun, was die Lady verlangt. Wir suchen das Observatorium. Assassinen-Templer! Alle verrückt. Aber ich bin neugierig, was dieses Aktionärstreffen angeht. Warum brichst du nicht in Oliviers Büro ein und schaust, ob du seinen Terminplan findest? Oh, was? Dir gefällt die Idee nicht? Naja, ich könnte dich natürlich auch verpfeifen, du Hacker. Du gehörst mir. Was ich damit meine ist, ich will dir natürlich nicht das Leben versauen. Also tu einfach, was ich sage. Und jetzt geh rüber zum Fenster. Hammer, was geht denn da ab? Das ist ja brutal. Also es war ja irgendwie schon klar gewesen, dass es da dieses Observatoriumsgeschichte darum im Endeffekt geht, aber... Ey, wir haben nicht die Ressourcen, um sie zu verdoppeln, also die Suche. Ja, ey, wenn ihr mal nicht so einen fetten Tower bauen könntet, könnt ihr da auch noch 1000 Leute mehr einstellen. Ist doch mal klar. Da du nicht durch die Vordertür in Oliviers Büro spazieren kannst, habe ich eine Hintertür geöffnet. Und auf geht's. Wusstest du, dass Abstergo von Templern kontrolliert wird? Oh ja. Klingt ziemlich haarsträubend, ich weiß. Aber andererseits wurde auch die Mondlandung gefaked, oder? Also ist alles möglich. War ja jetzt nicht besonders, okay. Schwer zu erraten. Entweder gehst du durch diese Tür oder du hüpfst von der Terrasse. Das sind deine Optionen. Okay, wo kann ich von der Terrasse schlüpfen? Kann ich leider nicht. Ich hätte es jetzt gemacht, sofort. Ah, oh, gut gemacht, Junge. Finde den Computer. Und wenn es schnell geht, macht nichts. Wir suchen nach der Tagesordnung des Aktionärstreffens. Die ist eine Menge Geld wert. Na dann, lass den Hack beginnen. Wieder das mit der Kurve? Ach, nee, das ist jetzt das mit dem Ball. Klack. Klack. Wow, 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 wow. Klack, klack. Klack, klack, klack. Klack, klack. Nein, na, Mist. Na, Mann. Na, was ist jetzt los? So, so. Jetzt wird das Ding rot, super. Nein, oh Mann. Okay, gleich wird's was. Ich spür's, Leute, ich spür's, es wird gleich was. Jetzt wird es erstmal rot. Jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und oh, oh. Jetzt. Oh, das wär's gerade gewesen. Ey, ich hab nur einmal gedrückt, ich sag's euch ehrlich. Oh je. Oh je. So, jetzt ist aber der Huh, das war knapp. Ha. Das war ja ein Wunder, dass das so funktioniert hat. Tja, die Verbindung war erfolgreich, würde ich mal sagen. Das ist viel zu lesen, was ihr in der nächsten Folge bekommt. Ich werde es wahrscheinlich durchlesen, aber jetzt seid ihr erstmal hier auf der Endcard. Glaubt mir, das ist sehr viel zu lesen und ich werde es auch vorlesen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich sehr wichtig, denke ich mal, wird sehr wichtig sein für die weiteren Vorgehensweisen in diesem Spiel und woraus jetzt im Endeffekt hinausläuft. Aber das, wie gesagt, das sehen wir alles in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und war auch mal wieder cool, jetzt ein bisschen vom Spiel selber aus, außerhalb von, in Abstergo zu sein, also in der Inception, der Inception. Bis dahin, neue Infos von Let's Play Gaming Bros. Macht's gut. Tschüss.